Hey ho, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge dieses Podcasts. Normalerweise ist es ja so, dass wir einfach über bestimmte Themen labern und gut ist. Heute läuft es ein wenig anders ab, denn wir gucken einen Film und kommentieren währenddessen. Ich bin persönlich großer Fan von Audiokommentaren und meistens ist es ja so, dass die Beteiligten sich zu Wort melden und etwas über die Entstehungsgeschichte des Films sagen etc. Wir haben natürlich nichts mit dem Film zu tun, sind aber drei glühende Fans des Films. Naja, das wird sich zumindest noch rausstellen, aber zumindest des Franchises. Und wer sich denkt, hä? Wie drei? Das sind doch sonst immer zwei Hamsel, die hier schnacken. Diesmal nicht. An meiner Seite begrüße ich natürlich wieder meinen Kompagnon und Herz und Seele dieses Casts, Miguel. Ich grüße dich, mein Freund. Hi, servus. Und ganz besonders möchte ich unseren Gast begrüßen. YouTube-Kollege und Twitter-Legende Oji aka Chris ist auch am Start. Und Chris macht selber Gaming-Videos und besonders bezogen auf Square Enix-Sachen. Und da warst du natürlich die einzig und richtige Wahl hier für unser Commentary. Ja, hey zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir jetzt zusammen den tollen Film schauen. Obwohl, du schreibst auch Sachen und so, ne? Also für Webseiten und so, was ich gesehen habe? Ja, genau. Ich schreibe quasi schon seit über 7 Jahren im Gaming-Bereich. Ich habe da angefangen, für so eine klassische Seite so Artikel und Reviews zu schreiben und hat sich eben ja über die Jahre so ein bisschen entwickelt, dass ich dann auch Podcasts und Videos gemacht habe. Wobei es inzwischen ein bisschen, also momentan ist ein bisschen eingeschlafen, aber das kommt wieder, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Weil wir warten schon sehnlichst darauf, so wie Phönix aus der Asche emporsteigst. Ich warte einfach auf Final Fantasy 16, dann bin ich auch wieder am Start. Gut, ich würde sagen, wir starten auch direkt. Labern können wir immer noch während des Films. Der geht schließlich lang genug. Nur eben noch ganz kurz, wie das hier abläuft. Also, wir gucken den Film parallel. Wir sind zwar voneinander getrennt, aber durch die Macht des Internets und die Kraft unserer Herzen miteinander verbunden. Damit der Kingdom Hearts Quote für den heutigen Tag auch abgeschlossen ist. Ich werde den Film natürlich nicht auf YouTube laufen lassen. Da würde Copyright mich einfach killen. Das hier ist dafür gedacht, dass ihr den Film für euch zu Hause ansehen könnt und dieses Commentary im Second Screen daneben bei am Handy laufen lassen könnt. Wir gucken passend zum Cast Advent Children in der Complete Edition, beziehungsweise Director's Cut, wie er halt hier heißt, welches die Blu-ray oder 4K-Version ist. Wenn ihr also nur die DVD habt, dann habt ihr den falschen Film. Wir haben den Film soweit gestartet aus dem Menü und sind jetzt wirklich beim Timecode 0. Die japanische Schrift zu Beginn blendet gerade ein, damit ihr Bescheid wisst zum Sinken. Ich zähle von 3 runter und auf Go geht's los. Seid ihr bereit? Jo. Ja. Alles klar. 3, 2, 1, go. Kurz gesagt, wir gucken mit deutscher Synchro. Das könnt ihr natürlich handhaben, wie ihr wollt. Ich persönlich finde die deutsche Version eigentlich ziemlich gelungen in der Synchro. Es gibt zwar ein paar Ausreißer, aber im Großen und Ganzen ist die echt stark. Was ich besonders geil bei der deutschen Synchro finde, ist, dass sie auf eine gewisse Kontinuität geachtet haben. Nämlich, dass zum Beispiel die Charaktere, die in Kingdom Hearts auch auftauchen, haben dieselben deutschen Sprecher halt auch hier. Also zum Beispiel Cloud wird in Kingdom Hearts vom selben Menschen gesprochen, wie auch eben beim Film. Björn Schaller genau. Müsste das, glaube ich, sein. Ne? Björn Schaller, ja, das war, ja. Genau. Und Sandra Schad, die Tifa spricht, spricht auch im Remake Tifa. Stimmt. Tifa und Aerith, ist das auch dieselbe? Genau, Aerith ist auch dieselbe. Ich weiß gerade den Namen nicht, aber es war auch dieselbe auf jeden Fall. Bin dann gespannt auf den Interview, wenn das rauskommt. Diese Szene jetzt, die gab es auch im Original, beziehungsweise im Originalfilm, aber die haben sie ja trotzdem neu gemacht für Blu-ray, oder? Also, meine ich zumindest. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also, ich kann mich so an die ähnliche Szene erinnern, auf jeden Fall. Mit dem moosbedeckten Midgar auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, Miguel, das Nee, siehst du dann, ja, welche. ich glaube, dass man das dass man Midgar, glaube ich, nicht so im Hintergrund gesehen hat. Kann es sein? Das ist eine gute Frage, wenn wir das wüssten. Aber auf jeden Fall hier haben wir die erste wirklich neue Szene schon und Miguel, du siehst dann, welche Sachen neu sind in der Blu-ray und welche noch aus der DVD-Version stammen, weil halt qualitativ das sind Welten voneinander. Weil die neuen Szenen halt direkt für die Blu-ray gemacht worden sind und eben der alte Film, ich weiß nicht, hochskaliert oder neu, also auf jeden Fall, ne, nicht komplett überarbeitet worden ist. Ja, genau, ist die erste neue Szene, erste komplett neue Szene mit Kardash und Rufus. Erzähl mal eure Story, wie seid ihr so zum ersten Mal auf den Film aufmerksam geworden? Puh, ich kann ja mal Chris? starten. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass ich irgendwann. Also, ich war Final Fantasy Fan schon. Also, ich bin schon über 20 Jahre Final Fantasy Fan. Irgendwann habe ich dann zufällig in dem Müller, glaube ich, gesehen, dass es einen Film zu Final Fantasy VII gibt. DVD, die habe ich mir gleich mitgenommen. Ich dachte zuerst, es wäre quasi ein Film zum Spiel. Aber eigentlich ist es ja ein Sequel zum Spiel. Und ja, den habe ich dann einfach mal geschaut und fand den damals ziemlich geil. Auch wenn es natürlich ziemlich viel Trash dabei ist. Also aber ja. Ich habe ihn jetzt auch ewig nicht mehr geschaut. Ich glaube, über 10 Jahre nicht mehr. Letztes Mal habe ich ihn geschaut, als die Complete rauskam in Japan. Das müsste 2009 gewesen sein. Damals noch mit der Final Fantasy 13 Demo. Ja, deswegen hast du den Film doch geholt, oder nicht? Genau, die Demo und die Trailer zu Final Fantasy Versus 13 damals. Ja, genau, es war ein Import. Sieht es So, bei bei euch mir war das aus? so, dass ich weiß nicht, ob ihr die Zeitschrift kennt oder die Leute da draußen, die noch die Zeitschrift kennen. Ich weiß nicht mal, ob es die noch gibt. Das war die Animania. Ah, Da ja. ging es halt hauptsächlich um Manga und Anime, aber die haben manchmal auch so Realverfilmungen halt als Artikel gehabt, was weiß ich, von japanischen Filmen. Und da war halt ein Artikel drin, dass halt ein Film zu Final Fantasy VII halt rauskommen sollte. Und da gab es halt diesen ersten Screenshot sozusagen von dem Cover von der DVD, also wo der Cloud links steht und der Sephiroth rechts. Und dann habe ich auch erstmal gedacht, wie du, Chris, dass es halt eine Verfilmung vom Spiel ist. Aber durch diesen Untertitel Advent Children habe ich dann auch gedacht, okay, klingt komisch. Und dann hat sich halt eben auch rausgestellt, ja, dass es halt ein Sequel ist. Und als der dann auf DVD verfügbar war, da habe ich ihn mir natürlich gleich geholt. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war ich natürlich auch erstmal begeistert. Klar, ein paar Sachen kann man besser machen. Aber ich finde allgemein, was halt Square da immer macht mit diesen Ergänzungen zum Franchise und diese Compilation, das finde ich an sich eigentlich ganz geil von denen. Ja. Muss Das gerade hat mich sagen, damals ich. im So, ja. ersten Schauen ein bisschen gestört, die Stimme von Marlene. Ich fand ein Ja. bisschen distracting. Aber das hier war jetzt die Eröffnungsszene vom Originalfilm, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Genau, wo Marlene jetzt hier das Recap vom ersten Teil macht. Genau. Das war auch übrigens der Knackpunkt für mich. Also nur eben kurz, bei mir war das so, dass ich bin ja mit Kingdom Hearts erst wirklich in Final Fantasy eingestiegen. Also Ah, Kingdom okay. Hearts war so mein erster Berührungspunkt und bin dann, weil ich die Charaktere halt daraus kannte, dann auf Advent Children gestoßen. Ich dann auch erstmal, glaube ich, GamePro oder so damals, ne, müsste das gewesen sein, wo die da auch manchmal dann immer so eine DVD dabei und da waren eben auch Trailer dabei und da gab es auch einen Trailer frisch aus der Tokyo Game Show zu dem Film. Und Advent Children war auch mein erster Berührungspunkt mit dem Final Fantasy VII Franchise so an sich eigentlich. Weil ich bin von Advent Children zu Dirge of Cerberus gewechselt und habe dann erst das Hauptspiel mal nachgeholt. Und Ja. ich habe den auch relativ zeitlich gesehen, als der hier rauskam, irgendwie anno 2004, 2 2005. fünf genau. Ja, genau, so eine Videothek ausgeliehen und sonst bin ich noch zur Schule gegangen und habe den Nachmittagsschlaf hart gefeiert. Und das war immer so eine ganz schlimme Kombi. Ich komme aus der Schule und dann läuft auf RTL 2 Dragon Ball GT.
Und danach habe ich mir dann den Film reingezogen, Advent Children, und so der Punkt, wo dann Marlene sagt, der Lebensstrom, das war so der Punkt, wo ich dann meistens eigentlich weg war. Also die Ja. Endung. Also muss man den zumindest gutheißen, dass sie ein echtes Kind genommen haben für die Synchro. Das sind ja oft alles Frauen oder ja. Aber Glaub. die Synchro ist halt nicht so geil. Das stimmt. Nee. Beim Remake, glaube ich, haben sie den Fehler jetzt sogar gemacht, ne? Dass die eine erwachsene Frau genommen haben. Ja, ich habe es Ja. auf Deutsch gespielt und Marlene war so einer der Schwachpunkte so in der Synchro, weil insgesamt war die eigentlich ganz gut. Ja, sieht man, es zerstörte Midgar. Da gibt es ja noch die Novelle, wo davor spielt. Habt ihr die eigentlich mal gelesen? Dieses Denzel-Ding, war das das? Da gibt es ja das Denzel, genau, das gibt es ja irgendwie als Anime, aber es gibt ja noch ein extra ein Buch, Ja, dieses wo man im Prinzip sieht. A Way to a Smile. Ah, nee, Ja, genau. hab ich nie Kurzgeschichte. gelesen. Nee, ich auch nicht. Ja. Ich weiß nur, dass in dieser Novelle dieser Charakter aus dem Remake vorkommen soll. Dieser, oh Gott, wie hieß der nochmal? Der vom Don Corneo, dieser Das ist Bodyguard. das andere, das Ja, ist ein das ist die anderer andere. Roman. Ah, das ist noch Ja. was anderes. Oh. Ja, genau. Der Typ, dessen Namen, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Und dieses eine Mädel da. Ja, Kyrie oder wie die heißt, glaube ich, der oder? Curie, genau. Und der Typ hieß. Hm. Der sah auf jeden Fall aus wie Noctis, Mann. Ja, Leslie das war oder halt dieser. so hieß der? Ach, genau. Leslie, genau. Ja, Das war dieser sieht auf typische jeden Fall. Ja, genau. Ja, eben Nomura-Haircut ist das typische Nomura-Design. Nee, es gibt noch ein anderes, wie gesagt, dieses A Way to a Smile, oder wie das heißt, gibt es auch auf Deutsch. Und da ist halt diese Geschichte vom Denzel, wie halt eben Midgar und so, wo das halt die Platte runterfliegt und dann verliert er irgendwie seine Eltern. Und dann gibt es aber nochmal so, das sind wie so kleine Kurzgeschichten, dann noch von Tifa gibt es, glaube ich, ist eine drin. Und aber kann man sich mal noch, also ich habe selber jetzt nur die Denzel-Episode gelesen, aber kann man sich ruhig mal geben. Aber den Anime hast du noch nicht gesehen, oder? Nee, den Anime habe ich noch nicht gesehen. Nur Gibt es da nur auch das Buch, die. auf der Complete Edition als Bonusmaterial und kann man sich geben. Ist überraschend düster und brutal tatsächlich. Ah, echt? Okay. Ist auch von Nojima geschrieben, oder? Diese ganzen Novellen. Ja. Genau, das ist von Nojima auch, das der Roman. Genau. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ein bisschen mal vorwegnehmen soll, aber ich finde halt den Cloud hier am Anfang echt nervtötend. Weil er so emo ist. Ja. Ich fand es damals ein bisschen cool, weil ich so in meiner Edgy-Phase war, als ich den Film geguckt habe, aber ich muss mal schauen, wie ich den jetzt finde. Das würde mich auch interessieren. Ich meine, das Design finde ich immer noch top so, aber seine Attitude ist ein schwieriges Thema. Und vor allem Square selber hat ja auch danach jahrelang selbst nicht verstanden, was den Charakter von Cloud ausmacht, weil diesen Emo-Cloud hattest du dann ja in jeder, was in jedem Spin-off oder so, wo er aufgetaucht ist, sei es Kingdom Ja, Hearts, sei es Dissidia, das war ja immer so dieses, oh, ich habe keinen Bock, ist mir alles egal, lass mich in Ruhe, ja. dieses Verhalten, was er hatte, und das war Cloud ja nie. Also, weißt du, im Remake haben sie den ja richtig verstanden und dieses ist mir alles scheißegal, ich habe keinen Bock, Ding, das hat er maximal noch im Midgar-Abschnitt und danach ja gar nicht mehr. Die Der ist Szene fand halt. ich übrigens ganz geil, wo das Schwert da steckt Ja, und man das mal einen Blick hatte ich drauf eine wirft. Zeit lang als Wallpaper am PC bei mir. Ja, die Sache ist halt, ich meine, wir wissen ja die Geschichte von Cloud, dass er ja im Prinzip das Leben von Zack für sich seins hält. Und später hat er ja diesen übelsten Zusammenbruch da, also wenn man das Original spielen kann, wo er ja so katatonisch ist. Aber gegen Ende des Spiels blüht er ja eigentlich irgendwie auf und ist nicht mehr dieser Egoist. Und dann, wenn man halt dann in Relation den Film hier dann danach gleich anschauen würde, wird man denken, ja, was ist denn das für einer? Warum ist der so, ist richtig so emo drauf? Also, das habe ich irgendwie nie ganz verstanden. Ja, es wirkt auch ein bisschen merkwürdig, weil er ist ja eigentlich über den Tod von Aerith und Zack so ein bisschen rüber hinweggekommen. Und jetzt, 2 Jahre später, anscheinend wieder so ein Rückschlag. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig, auf jeden Fall. Aber diese Musik, das war
der erste Trailer vom Remake damals, die Ankündigung. Richtig Gänsehaut. Ja, diese Piano-Ding ist herrlich. Genau. Diese Streicher, diese Tiefen. Da habe ich auch gedacht, was sind das für drei Sephiroth-Cosplayer, Alter? Ja, die drei, schwieriges Thema, ne? Also Ja. die drei haben mich echt abgefuckt. Also ich mochte die gar nicht beim ersten Mal schauen. So drei Clowns, ich war echt froh, als dann eine Sephiroth Vor kam. allem der, Alter. Naja, mit seiner Mama. Wie er da heult. Ich glaube, es ist ja irgendwie angedacht, dass jeder so eine verstärkte Emotion von Sephiroth hat, ne? Ja. Ich glaube auch. Wie heißt der große nochmal Yasuo, der immer so weint? Weiß gar nicht mehr. Ist Der das mit ja den so? kurzen Ich Haaren, der mit der seiner. mit Ich glaube Yasuo, Kadash und. Oh Gott, wie hieß der andere? Lots los. Du hast auch das Statue of Severus gespielt. Yes. Da gibt es doch auch diese eine Szene, wo du hinten auf dem Truck bist und dann diese Viecher kommen. Ja, mich auch damals gleich dran erinnert, die Szene. Ja, da war ich maximal verwirrt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Was wollen die mit Mutter jetzt erstmal? Ich hatte auch Advent Children vor dem Original Final Fantasy VII gespielt, geschaut. Hatte halt keinen Plan, was die mit ihrer Mutter die ganze Zeit wollen. Übrigens, die Synchronsprecher von Rocko, ne? Aus Pokémon. Echt? Zumindest der alte, ja. Von Kadash. Krass. Es ist ja auch ein schwieriges Thema jetzt, und vor allem auch eine Designentscheidung, die sie auch im Remake mitgenommen haben, ist die ja, Choreografie. Ja, die kam ja auch nicht bei allem gut an, dass sie jetzt so, dass es die meisten Kämpfe so Dragon Ball Anime-Sachen sind. Und ich habe im Vorfeld nochmal ein spannendes Making-of zu Advent Children. Und da sagt Nomura auch selber, die Hauptprämisse an den Kämpfen war jetzt einfach, dass es möglichst cool aussehen sollte. Die haben sich zusammengesetzt, haben geguckt, okay, kriegen wir technisch 2 Meter Sprünge mit anschließenden Salto in der Luft hin? Ja, können wir machen? Alles klar. Go for it. Ja, das Was sieht man meint ja ihr denn später auch. dazu? Muss ich aber überlegen, er trägt halt ein, keine Ahnung, wie viel Kilogramm schweres Schwert. Und wenn er dann halt nicht so ein bisschen übermenschlich wäre, dann da würde es auch ein bisschen lame aussehen, wenn er das Ganze so, so träge hinter sich herschleppen würde. Also, dass er ein bisschen überpowered ist, dass er ein bisschen stylisch durch die Gegend hüpft, finde ich eigentlich ganz cool. Also, ich mochte die stylischen Kämpfe immer. Das hat er kein Problem mit. Ich fand sie auch nicht schlimm, ganz ehrlich. Also ich kann ein Remake maximal verstehen, wenn die Leute sagen so, jetzt ohne da groß zu spoilern, aber das ist ja relativ bodenständig, also für die Verhältnisse eines Final Fantasies zu der Zeit, bis zu der Zeit und dann am Ende laufen die ja komplett Riot. Und hier in Advent Children hast du es zumindest schon so, dass du gleich am Anfang sagen, okay, weißt du was, Gravitation existiert halt hier nicht. Ja, stimmt, Ja. zum Ende vom Remake. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier spoilern oder nicht spoilern. Aber ja, dann da geht's schon ziemlich ab. Wobei ja eigentlich der Film hier das alles geebnet hat für dieses Übertriebene, eigentlich für das Remake. Das ist so ein scheiß cooler Move, ne, wo er einfach einfach reinkommt, gleich direkt das Schwert zieht. Jetzt die Tür zutritt. Bam. Ich habe das aber jetzt nicht mitgekriegt. Warum ist jetzt Cloud eigentlich dahin gefahren? Weil er verfolgt wurde, oder? Ich glaube deswegen. Weil sie nach Mama geschrien haben und er dachte, dass Rufus irgendwie Antworten hat, glaube ich.
Vor allem, wo ich mich auch wundere, weil ich dieses Spiel gespielt habe, so, ne? Ja, war ja am Anfang jetzt in Midgar und es hiele nicht eigentlich so arschweit weg. Wo ich Ja, so das auch denke. mit den Größenverhältnissen finde ich immer ein bisschen schwierig bei Final Fantasy VII. Also ich dachte früher auch immer, das wäre alles so unter der Platte alles, aber wie Midgar ist ja doch noch ein bisschen mehr als nur die Stadt. Also da gibt es ja auch dieses Außengelände außenrum, diese Ödnis. So ein Standardspruch von ihm, ja, keine Interesse. Reno hat auch so Pech mit seinen Synchronsprechern teilweise. Der deutsche Synchronsprecher, den er auch hier spricht, ist ja mittlerweile verstorben, leider. Ach, echt, der Japanisch. auch. Ja, der japanische Sprecher ist tot und der englische Standardsprecher, der er mal war, ist ja pädophiles Schwein. Aber ich meine, den spricht er im Remake ja eh nicht mehr. Ja, beim Japanischen war es ziemlich traurig, weil er hat ja auch Axel in Kingdom Hearts gesprochen Ja. und wie heißt der? Ardien in Final Fantasy XV. Die ganzen Rothaarigen halt. Stimmt, Arden war ja auch noch. Das ist manchmal so ein Move auch, den ich mir wünschen würde, dass man nicht einfach nur die komplette Stimme für alle entscheiden könnte, wenn es zum Beispiel mehrere Sprachausgaben gibt, sondern dass du sagen kannst, okay, dass ein bestimmter Charakter eine bestimmte Stimme haben sollte. Weil Final Fantasy 15 wäre das jetzt zum Beispiel für mich gewesen, okay, ich brauche Noctis auf jeden Fall auf Englisch, weil Ray Chase einfach Goat ist und aber Arden will ich dann auf Japanisch hören. Und die sollen aber miteinander interagieren. Das wird lustig. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren wegen der Längen, aber. Das ist nämlich. Also das sieht man aber schon so ein bisschen, dass es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, der Film. Ja. Das ist gerade im Cloud, das hat diese Close-Up. Dann schau dir mal Spirits Within an. Besser nicht mehr. Ey, hands down, wenn das hier irgendwie halt okay ankommen sollte und du Bock hast, dann können wir auch die Trilogie voll machen. Dann hauen wir uns doch Kingsglaive und wenn es sein muss, Spirit Within rein. Da kommt ja auch eine Bei 4K-Version jetzt. Kingsglaive kann ich schön abbranden, auf jeden Fall. Oh, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Oh. Also ich Das finde hier voll. jetzt ist eine neue Szene, kann das sein? Ja, genau. Ah, so ein Flashback. Also ich finde von den drei Filmen ist Advent Children auf jeden Fall der beste. Fand King's Claim eigentlich geil. Was mir hier nur ein bisschen aufgestoßen hat, ist halt, dass das Charakterdesign vom Film ist halt teilweise Das. ganz anders wie vom Spiel. Zum Beispiel die Luna Genau. Freya sieht im Film furchtbar aus. Yep. Voll die Froschaugen und so. Ja, ich fand auch generell schade, dass die einfach so einen random neuen Charakter erschaffen haben für den Film, weil sie Noctis nicht nehmen wollten. Weil sie das Spiel umgeschrieben haben. Das hat Ja. mich mega gestört. Ja, das fand ich auch das Problem, weißt du, wenn du die Backstory halt so ein bisschen kennst mit dieser ganzen Versus 13 und 15 Geschichte und du weißt, okay, das ist einfach das Intro von Versus 13, was sie halt outgesourced haben. Ja, das ist echt tragische Geschichte. Wieso sitzt Rufus eigentlich im Rollstuhl? Ich hab's auch nicht verstanden. Ist Maximal, ja. Ja, er nicht am Ende aufgestanden oder ich weiß gar nicht mehr. ja. Ah, das ist wahrscheinlich. Na, ist eigentlich nur ein Twist als Grund, dass halt daraus. Ja, das zeigen soll, aha, ich habe die ganze Zeit die Box in meiner Hand. Ja, stimmt. Ist ein bisschen Imperator von Star Wars irgendwie. Ich habe auch am Anfang gedacht, dass seine Hälfte vom Gesicht fehlt oder so, weil du halt immer nur die eine Seite siehst, aber.
Die Musik ist halt so gut einfach. Die Blumen sehen besser aus als im Remake. Obwohl, das haben sie ja mittlerweile gefixt, ne? Ihr könnt das ja bestätigen. Ja, stimmt. Oh, Marlene ist so schlimm, die Synchronsprecherin. Die Sache ist ja nicht die Stimme, sondern wie sie halt spricht, Ja, die irgendwie. Die Performance. ist richtig schlecht halt. So keine Erfahrung irgendwie, als ob die so Ja. Laie wäre. Und Tiefe halt richtig gut. So ein Ja gut, Kontrast Tifa einfach. muss nur gut aussehen, das langt. Was meint ihr, Leute? Ein paar zwei tiefer da mit kurzen Haaren, oder? Mit kurzen Haaren. Ja, es ging doch jetzt so Mag die eigentlich irgendwie mit langen? internetmäßig durch die Decke. Ach, stimmt, da war dieses Meme, gell? Ja. Ja, nee, ich bleib bei langen Haaren. Ja, ich finde auch. Das ist ihr Ding. Ist ja nicht Bayonetta, die dauernd ihre Haare wechselt. Und das auch noch nicht mal gut. Also es müsste jetzt auch wieder eine neue Szene sein, oder? Ja, also manchmal geht's, manchmal hast du echt eine Diskrepanz zwischen den neuen Szenen und den alten. Wisst ihr, das ändert mich immer, falls ihr mal die Blu-ray von The Dark Knight gesehen habt. Das ist ja auch so, dass Christopher Nolan Szenen gedreht hat direkt im IMAX-Format. Zum Beispiel der Anfang mit dem Banküberfall vom Joker ist im IMAX-Format gedreht und der restliche Film aber ganz halt normal mit dem CinemaScope. Und dann hast du es auf der Blu-ray echt so, dass die IMAX-Szenen komplett im Vollbild sind und der Rest im Film switcht dann wieder zu diesen typischen Filmbalken, die man so Ach, kennt. die haben das nicht mehr angepasst. Nee. Das ist ja Quatsch. Nee. Sieht man den nochmal, Zeng und Elena? Ganz kurz, nur später, so Ah, Easter okay. Ich Egg-mäßig. war mir nicht mehr sicher, ob die gestorben sind am Anfang, oder? Nee, das ist ja das, die tauchen ja, glaube ich, später auf. Auch neu. Das ist eine neue Szene, oder? Ich glaube, das soll dann erklären, wieso die ganzen Kinder dann später mit denen dann in den Wald gehen. Das sieht schon ganz gut aus. Jetzt, wo ich das Re Remake gespielt habe, wirkt das alles auch ein bisschen mehr greifbar. Die ganze Locations, finde ich. Im Remake meinst du jetzt? Jetzt eben, da haben wir die Kirche gesehen zum Beispiel. Ich habe Ja. früher nie gewusst, wo die ist. Also, ist Genau, weil du, von ja, genau. zwar immer von oben einfach nur das Original Final Fantasy VII. Diese Vogelperspektive. Das gute Klapphandy, Ja. ey. Motorroller. Da war Schleichwerbung. Nomura irgendwie auch ein Fan von diesen Klapphandys. Bei World Ends With You und so. Ja, das haben sie ja sogar in Japan rausgebracht, ne? Also dieses Modell. Ah, echt?
War da nicht auch das Modell, war das nicht auch da, wo auch das Spiel dann gab, Before Crisis und so, gab es dann doch dann. Bestimmt gab es das so ein Set oder so. Gibt hier einige Sammler, die so eine Vitrine haben, wo das auch das Handy da vom Cloud drin ist. Also was sie da extra Werbung machen. In Japan habe ich diese Ohrstecker, die gab es da von Cloud Metal, so mit diesem Wolf-Design. Habe ich also überlegt, okay, holst du dir die, aber ich kann es auch nicht tragen, das ist ein bisschen too much. Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, was hat das eigentlich für eine Bedeutung, dieser Wolf? Wisst ihr das? Oder sieht es einfach nur cool aus? Also ich weiß nur, dass es, also in Spanien ist so ein Buch rausgekommen von irgendwelchen Fans, wo das, da geht es halt irgendwie um die, welche, die ganzen, also zum Beispiel die ganzen Mythen und was weiß ich, was da alles eingebaut worden ist. Und ich glaube, dieser Wolf oder was das sein soll, soll ja dieser, sowas wie Fenrir oder irgendwas sowas sein. Ja, genau, Fenrir ist das. So heißt ja auch sein Motorrad. Ja, genau. Und Ja, stimmt. der Wolf taucht ja auch ein paar Mal auf. Wir haben den ja schon zum Beispiel am Anfang gesehen, wo das Schwert war. Und das, glaube ich, sollte irgendwie eine Darstellung von Zack sein oder so, dass er halt irgendwie so an Ich dachte wichtigen auch so Momenten. ein Ja, bisschen kann auch vielleicht sowas so wie. der einsame Wolf halt, weil er immer Ja, genau, repräsentiert das wollte ich wird. gerade sagen, ja. Einsamer Wolf. Die wollten ihn vielleicht einfach so eine Art Statussymbol geben, wie beim Squall halt dieser der Löwe oder was das war. Das ist aber schon hart Ghetto, ne, wo die hier unterwegs sind. Sieht richtig verranzt aus. Da muss ich sagen, da habe ich immer noch so ein paar Probleme, irgendwie zu raffen, was jetzt so wirklich. Die suchen ja den Kopf ihrer Mutter. Oder von Genova. Und um das mal vorwegzunehmen, der Kopf ist ja in dieser Box. Nur ich hab nie verstanden, irgendwie. Also, es kann ja nicht ihr wirklicher Kopf da drin sein, weil passt ja gar nicht in diese Box rein. Und wir sehen ja auch später noch, dass da so eine Art grüner Glibber rausschwappt Ja, so und ich weiß nicht, ob Flüssigkeit. das ihr Gehirn ist, irgendwie püriert oder so. Oder ob das Ich jetzt denke irgendwie mal, ein Kopf nur die meinen metaphorisch Kopf, gemeint aber ist. ich glaube, die sagen immer Kopf, aber die meinen halt sowas wie die Seele oder das Hirn oder so auf die Art, weißt Ja, vielleicht so einfach so Stammzellen. du? Ja. 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 Weil ich auch gedacht habe, dass die wirklich den Kopf meinen, weil gibt es ja auch im Originalspiel die Szene, wo doch der Barrett voll ausflippt, weil die keinen Kopf mehr hat, da wo sie Ja. in dem Behälter drin ist. Ich meine, ist ja auch so. Sofort nimmt er später legit einfach ihren Kopf mit.
von mir ist das auch so richtig aus der Haut rausgelipscht, ne? Das war aber im Original auch nicht. Da hast du irgendwie nur Flecken gesehen, glaube ich. Nee, aber nicht wirklich, dass da wie so schon, wie so Eiter oder sowas das sein soll, richtig schon rauskommt. Aber Geostigma gibt es doch erst seit Advent Children, oder nicht? Ich dachte, das wäre so eine Zellkrankheit, weil Sephiroth da im Lebensstrom rumeiert. Ja, genau, das war ja krass, so die Nachwirkungen von den ganzen Ereignissen da, vom Ende von Final Fantasy VII. Wie er sich einfach auch mal so ein sechsteiliges Schwert zusammengebaut hat. Ja, das Lego-Schwert, ne? Ja. Das normale Buster-Sword ist eigentlich schon ein bisschen cooler, finde ich. Ja, reicht eigentlich auch. Ich meine, klar, so also als Kind, wenn du das reinziehst, so, der hat da 20 verschiedene Teile, die er zusammenstecken kann. Mega cool, aber im Grunde, wenn du so ein großes Ding hast, ist eigentlich nicht so praktischer. Das war auch so, alles so der Anfang, wo sie angefangen haben, Sex so eine größere Rolle zu geben mit Advent Children. Ja, ich muss immer mal. Ja, im Original war es ja einfach nur eine kleine Cutscene quasi. Und jetzt ist er ein richtiger Charakter. Und das ja dann auch nur ab der ausländischen Version. Bei dem japanischen Original gab es das ja noch nicht mal, diese Sexszene. Da war ja einfach nur. Da war ja eigentlich nur der. Ne? Der eben der Story-Auslöser für Cloud und seine Psyche. Mehr nicht. Ah, haben sie richtig gemacht, das ist einer der beliebtesten Charaktere inzwischen. Ja. Weil es ja auch Leute gibt, die Crisis Core hassen und sowas. Ich kann das nicht ganz verstehen. Ich finde das eine ziemlich gute Prequel-Geschichte. Auch absolut. Also, wer Crisis Core gespielt hat und am Ende nichts gefühlt hat, der muss auch ein Eisblock sein. Yep. Also die einzige Kritik, so okay, die ich vielleicht noch irgendwo auf einem Level verstehen kann, ist halt das Ende, ne? Dass sie sagen, okay, das ist nicht wie im Original, dass er einfach abgeknallt wurde hinterrücks, sondern erstmal halt die halbe Shinra-Armee weggeplättet hat. Und auch das Übergeben vom Schwert, so ein bisschen melodramatisch, aber ja, es ist halt Final Fantasy. Ebenso. Das war nicht das erste Mal. Was mich halt ein bisschen gestört hat, ist halt diese ganze Geschichte mit dem Genesis und so weiter und die haben halt irgendwie probiert, nochmal so einen Antagonisten wie Sephiroth irgendwie einzubauen, aber es hat halt irgendwie, weiß nicht, hat irgendwie nicht so geklappt, habe ich das Gefühl. Ich fand es ein bisschen zu krass on the nose, wie er exakt dieselben Moves und dieselben Orte besucht wie Cloud. Also, dass er zum Beispiel in die Kirche unterfällt oder dass er eben am Anfang diesen Zug-Ride macht. Aber sonst, ja. Ja, das war schon etwas zu viel Fanservice. Ja, es war schon Fanservice. Ja, und da im Hintergrund das Original Battle Theme. Ja, in der Piano-Version, das hatte ich auch ewig, glaube ich, als Klingelton oder so. Aber über Fanservice, gleich kommt ja auch der Move, den sie dann auch im Remake gemacht haben, ne? Mit dem Klingelton. Ah, ja, stimmt. Ja. Das hat übrigens auch gedauert, bis ich mal gerafft habe, dass Tifa hier ihre Limit Breaks macht. Ach, echt? Ja, wenn stimmt. Du hast so diesen Dolphin Kick und alles. Ah, stimmt. Okay, das jetzt nicht, aber. Ja, das war ein cooler Move.
Übrigens, um auf die Antagonisten zurückzukommen, ich bin echt gespannt, was sie dann in Zukunft noch mit Weiss machen, weil der hat Potenzial, aber das haben sie halt in Dirge of Cerberus überhaupt nicht genutzt. Im Remake halt auch nicht. Hast du die Episode Intermission gespielt? Nee, ich nicht. Miguel hat sie gespielt. Ich Ah ja. hab's gespielt, ja. Ich meine, er hatte quasi nur eine Mini-Cutscene. Ja. Ja, das ist ja nur das, dass die seine für diese virtuelles Ding da irgendwie seine Fähigkeiten und so benutzt haben. Und dann das mit dem Bruder da, wie heißt der nochmal? Das habe ich auch schon Nero oder vergessen. Nero? Ja, genau, Neo, ja. Ja. Fand ich irgendwie komisch. Hätte man nicht gebraucht eigentlich. Aber sie haben sie auf jeden Fall angeteased, dass es irgendwie eine Rolle spielen könnte noch in Zukunft. Also ich bin mal gespannt, was da noch kommt von Deep Ground. Ich meine, dass die das ja schon gezeigt haben, war ja im Remake selber, wo du doch da unten mit Barrett und Tifa bist, wo dann auch diese Experimente gemacht wurden mit diesen Monstern da. Da hat Ja. man schon gedacht, das heißt schon, muss wahrscheinlich das mit diesem Deep Ground sein. Aber dass sie dann in diesem DLC halt das noch eingeführt haben mit dem Weiß und mit dem Nero, das war mir irgendwie ein bisschen zu viel des Guten. Weiß nicht warum. Aber Ja, ja, ich hätte es auch nicht wird man sehen. gebraucht. Aber die haben halt irgendwas gebraucht für Yuffies, um Yuffies Story ein bisschen dramatischer zu machen, glaube ich. Das meinte Nomura ja auch so, warum sie zum Beispiel Weiß mit reingebracht haben, und er hat sich überlegt, oder sagte dann, er hat sich überlegt, okay, wer ist nach Sephiroth so der krasseste, und ihm ist dann Weiß eingefallen. Und wenn das schon, weißt du, die Nummer 2 ist, dann ist das Level auch nicht hoch. Ich meine, wie gesagt, man kann aus denen wirklich was machen. Irgendwie, der hat schon was, aber, also ich weiß nicht, bei Miguel weiß ich das wohl, aber Chris, hast du Dirge of Cerberus gespielt? Oh, nicht so richtig. Ich habe irgendwie alles schon mal nachgelesen und so Cutscenes geschaut. Ich habe es auch mal selbst gespielt, aber nie so in einem Stück durchgespielt. Also was sie da mit dem, also da haben sie echt, aber das war auch nicht Nojimas stärkste Story, die er geschrieben hat. Nee, nee, nee. Ich habe es ehrlich gesagt auch nie komplett durchgespielt. Ich habe es, glaube ich, bis zu einem gewissen Stelle, wo man den Cate Cid spielt, also halt Diese Sch Was ist das, eine Schleichmission? Ah diese ja. Schleichabschnitte, Ja, die kenne und ich auch noch. ja. Ich habe ja gehofft, dass ein Remaster rauskommt, weil ich spiele halt immer gern auf Trophäen und dann aber. Ja, das wird ja lustig ist mit Ever Crisis, wie sie, also da wird ja auch Advent Children dann als Spiel quasi umgesetzt. Und eben auch Dirge of Cerberus. Und es soll ja Free-to-Play werden, wenn ich richtig informiert bin. Ja, wahrscheinlich hat es irgendwelche Gacha-Mechaniken. Ja, da habe ich schon jetzt keinen Bock drauf, obwohl das Spiel eigentlich cool aussieht. Ja, aber auf Mobile, ey. Ja, so wie Stößt mir immer auf. First Soldier auch. Aber das First Soldier haben sie ja in diesem Exklusivinterview oder von der Tokyo Game Show haben sie ja gesagt, die wollen das ja machen, als ob es mal auf Konsole spielt, indem du halt dein Handy mit dem Fernseher verbindest und mit dem Controller-Support. So ein Quatsch. Und Das ist ja, einfach. aber sie meinen, die haben dann irgendwie durch die Blume gesagt, dass sie in Erwägung ziehen, in Zukunft das vielleicht doch auf Konsole rauszubringen. Es ist halt halt dumm, weil bis es auf Konsole draußen ist, ist das Spiel tot und dann will es keiner mehr haben. Und das ist halt ein Spiel, das lebt von ja seiner Userbase. Also auf Konsole hätte ich es gespielt, Ich aber auch. Mobile Zumindest mal nicht. angespielt, also. Aber da ist ja Square sowieso immer ganz komisch, weil hast du dieses Dungeon Encounters gesehen? Das ist ja wirklich wie ein Mobile Game und Ja. das kommt für Konsole raus und na, Auch die da verstehe ich das Pixel-Remaster sind ja nicht. auch noch nicht offiziell angekündigt für Konsole. Wo ich mich auch frage.
Was meint ihr, kommt da irgendwann mal irgendwas, das Tifa und Cloud ein Paar sind, oder lassen die das extra offen wegen Clouty und Clarith und diese ganzen Memes? Oh je, nee, ich glaube, die werden das nie so konkret machen. Eben weil es nicht im Original drin war, es gab keine Love Story in Final Fantasy VII. Und das wäre halt irgendwie, ich finde es auch irgendwie Quatsch, wenn das dann so eingebaut wird, so auf Teufel komm raus. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, die Fans würden auch durchdrehen. Zumindest diese Aber Shipping-Fans. gibt's nicht eine Szene beim Original, wo die auf dem Luftschiff sind, wo Tifa irgendeine Anspielung macht? Ja, die schlafen, glaube ich, nachts vorm Flugschiff. Weiß nicht genau, was da passiert, aber die schlafen irgendwie zusammen. Also kann man sich denken, was da passieren könnte, aber keine Ahnung. Vielleicht einfach Na, nur Freunde okay. auch. Ja, aber ich glaube Freund. schon, dass Tifa Gefühle für Cloud hat. Ja klar, du hast ja diese typische, du hast ja in vielen japanischen Medien so diese typische Dreiecksbeziehung. Genau. Also halt nicht so eine Love Story wie im Achter oder im Neuner. Neuner fand ich ja ganz geil mit dem Steiner und Beatrix. Ja, das ist so nice. Traumpaar. Das habe ich jetzt auch nie geblickt, dass die sich die Materie so einflößen irgendwie, und normalerweise wird es ja immer in die Waffen gesockelt, aber der pumpt sich das einfach rein. Ich habe das auch immer nur so erklärt, damit das halt irgendwelche unnatürlichen, nicht vom Planeten gewollten Existenzen sind, oder? Können sie Ja, auch so das sind ja eh machen. keine richtigen Menschen, oder? Das sind ja eher so. Nee, man sieht ja auch hier in der Complete Edition einmal, wie die ja quasi erschaffen sind, ne? Weißt du, wie die sich zusammengesetzt haben. Ist ja nicht so, dass sie geboren wurden oder so. Echt? Okay. Aber das ist schon so ein bisschen Abarbeiten der bekannten Locations, oder gibt es dafür jetzt einen Grund, dass sie da in dem Wald sind? Nee, glaube ich nicht. Das ist wirklich nur Fanservice. Aber auch Aber da wenn, wieder, ja. wir haben ja gesehen, dass die da mit dem, dass sie die Kinder aus der Stadt abgeholt haben, die ja um Midgar herum gebaut ist. Und dann mit dem Truck abgeholt haben, und muss man sich aber vorstellen, dass sie bis zu dem Wald da gefahren sind. Und ich glaube, der Wald ist da nicht sogar auf einem anderen Kontinent. Oh, das kann gut sein. Keine Ahnung, ja. Also ein bisschen wie bei Game of Thrones, man darf irgendwann nicht mehr Ja, hinterfragen irgendwann die ist Entfernung, ne? einfach. Also ein bisschen Vor- und Nachteil, dass man die Locations kennt, weil als ich zum ersten Mal geschaut habe, ich ja die ganzen Locations noch nicht gekannt. So im Nachhinein ist es voll cool, so, ja, cool, das ist der Wald, das ist die Kirche, das ist das da und so. Aber ja, da kommen dann diese Entfernungsprobleme. Aber ich mag so dieses Ding mit den leuchtenden Bäumen. Wäre cool, wenn sie das auch im Remake irgendwie mit übernehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin echt gespannt, ey. Wir müssen auf jeden Fall noch den Remake-Spoilercast machen und da mal uns austauschen, was ihr zum Ende und so meint. Naja, gerne. Da gibt es einiges zu sagen. Gerade auch mit dem DLC nochmal. Ja. Der DLC war bei mir irgendwie so, oh ja, geil, okay. Und dann kommt am Ende wieder eine Szene, wo dich wieder voll aus der Bahn wirft. Yep. Ah, da kommt diese komische Rockmusik im Hintergrund, die irgendwie überhaupt nicht dazu passt, aber habe ich nie verstanden, aber okay. Ich müsste jetzt auch noch mal extra hinhören, ob das eventuell irgendwie ein Arrangement irgendwie von einem Final Fantasy 7 Track ist, oder? Das kann gut sein, aber ich fand es so merkwürdig. Das ist ja generell so, dass der Soundtrack von Advent Children viele Rockelemente hat. Ja, ich finde auch die Version von One Winged Angel am Schluss ist die beste, die es gibt. Finde ich auch, das ist auch meine Das Lieblingsversion. ist richtig, richtig episch.
Aber das hast du nicht gemeint, dass ist auch der, ist das jetzt der gleiche Komponist auch von Crisis Core, weil da war ja, der, wo du gemeint hast, der hat erstmal einmalig diesen Rock- und Metal-Einflüsse reingebracht. Ist nicht Ding, Takashi Suzuki oder wie der heißt? Da kann ich mir ganz sicher. Das ist von Crisis Core? Na, Takeharu Ishimoto. Ishimoto, ah, das war der. Was er auf jeden Fall gemacht hat, okay, man muss jetzt nicht zwingend diese Rock da mit reingebracht haben, aber was er auf jeden Fall gemacht hat, er hat einfach Crisis Core Battle Themes gemacht, die im Grunde nur Gitarrenriffs sind und trotzdem total viele Variationen haben. Und hier ist jetzt so, an dem Soundtrack von Advent Children war er immerzu auch selber beteiligt. Yep. Und er hatte dann auch Nomura vorher im Vorfeld gefragt, jo, was kann ich denn mit dem OST machen? Mach, was du willst. Fuck it, ne? Und dann sag ich, okay, dann baller ich da einfach meine Rockmucke mit rein. Weil er hat ja auch eine Rockband. Ja, Ja, die Blackmates. ja. Was man's hatte, ja. Oder hatte, genau. Warum saufen die das jetzt, damit die Kontrolle über die haben, ne? Das ist schon derselbe See, wo auch Aerith liegt, oder? Theoretisch. Habe ich Ja, angenommen, ja. dies. Naja, ob sie da noch drin liegt, da unten? Nee, wer weiß. Es gibt auch dieses Meme, dass sie nur bewusstlos war und dann gestorben ist, weil Claude sie hat absaufen lassen. Absaufen. Oh Mann, ich erinnere mich noch damals diese Gerüchte, ja, wenn du Level 100 hast und das, dann Ja, kannst du diese sie wieder Schulduft-Dinger, beleben ne? und oh Ja. Mann, hey. Oder man konnte irgendwie Sephiroth freischalten für immer im Kampf und es waren ja alles nur mit diesem Game Genie zu machen, weißt. Ja, diese Gerüchte gab es Aber ja man hat es. damals überall, auch bei anderen Games, bei Pokémon oder irgend sowas. Immer so komplett wacky Gerüchte einfach. Das Beste, was ich je gelesen habe in so einem Codebuch, war von irgendeinem Digimon-Spiel. Da stand, man soll ganz komische Sachen machen und dann wird Angemon einen blasen. So stand es in dem Buch drin. Genau. Ja, furchtbar. Übrigens wegen Remake Part 2, ich calle, dass wir zu Beginn dann den Nibelheim-Flashback haben. Ja, auf jeden Fall. Das wird ein Ja. Cold Opener. Ja. Ja, wenn die das nicht machen, dann. Aber ich glaube, wir machen das dann so, wenn wirklich News gibt zu Part 2, dann hauen wir einfach zu dritt nochmal den Cast raus zum Remake und spoilern mal alles und dann sind wir vorbereitet. Yes, nochmal auffrischen alles. Erstmal hinfliegen, okay. Sind die Kinder gerade wie Ninjas da runtergesprungen? Ja, die fand ich früher voll creepy einfach, diese Kinder. Ist halt voll wie Matrix, ne? Wo er da gerade eben ausgewichen ist. Safe. Ich denke mal, die Matrix-Choreografie wird auch ziemlich großen Einfluss gehabt haben. Stimmt, das kann man Ich da glaube, ein paar Jahre vorher. glaube ich auch, dass dieses Animatrix, glaube ich, vor Advent Children damals rauskam, von Square, diese Szene bei diesem Matrix-Projekt. Bin ich sicher. Jawohl.
Ich glaube, der Kampf ist auf jeden Fall auch erweitert, oder? Also, der kam mir nicht so lange vor im Original. Das ist eine gute Frage. Das kann gut angehen, ja. Dieser klassische Schwinger, der irgendwie jeder Nomura-Charakter am Schwert einfach nochmal hochschwingen. Naja, die haben ja irgendwo mal gemeint, dass er das Gewicht vom Schwert ja benutzt, um so hochzukommen, ne? Ja, das ist auch wieder so eine Anime-Logik. Ne? Naja. Juggling hier. Warte mal, voll, was das für eine Ära war. Damals mit Advent Children, dann die Kingdom Hearts 2, das Secret Movie und Final Fantasy vs. 13 Trailer. Das sind alles so dieselben Styles an Kämpfen und an Over-the-Top-Action. Adam Sandler, seine Stimme. Alter, die Schuhe, wo er Kehrt anhat. anziehen. Ja, okay, erklär's doch mal. Hat Marlene Vincent eigentlich mal getroffen im Hauptspiel? Boah, gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, am Ende von Final Fantasy VII gehen sie ja noch nach Midgar zurück. Aber ich glaube, da sieht man Marlene nicht, oder? Irgendwie. Und ist ja auch optional, wie man mitnimmt. Das ist auch so geil. Hast du kein Handy dabei? Und der hebt nur seinen Mantel euch. Ich fand es so weird, dass die jetzt einfach zu ihm rennt. Kennt ihr den Mago überhaupt? Vielleicht über die 2 Jahre, keine Ahnung. Von so einem Käffchen vorbeigekommen sind. Der vertrauenswürdige Vampir auf jeden Fall. Aber Vincent ist ja auch ein Opfer von irgendeinem Experiment. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Ich habe auch die Backstory nicht mehr so ganz im Kopf, aber war irgendwie tragisch auf jeden Fall. Das war ja aber auch mit der Lucretia, ne? Aber die Lucretia war doch eigentlich die Frau vom Gast, oder nicht? Oder Gast, ist das verwechsel ich nicht da gerade was? Final Fantasy 8? Nee, Gast ist schon der. Ach nee, 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 war Quatsch. Gast war doch der von so Aerith Vater? Ja, Quasi. ah, genau, Aerys Vater Ja, war das, ne? Entschuldigung, ja. Vater. Ja, aber Lucretia war die Frau von Hoyo, so rum war das. Ja, also sie hat sich zumindest von ihm schwängern lassen, Genau. ne? Aber Dirge of Also sie hat Cerberus im ist da auch Prinzip ganz wild. Sephiroth auf die Welt gebracht, eigentlich. Ja. Aber da war ja auch irgendeine Geschichte mit Lucretia und mit dem Vincent. Ja, ist auf jeden Fall ganz wild, weil es ist der.
Also, um ganz kurz zu machen, einfach nur der Vater von Vincent, auch ein Wissenschaftler bei Shinra gewesen. Und Lucretia hatte einen Crush auf ihren Vater und Vincent wollte aber aufs von Lucretia so, ne? Und dann haben die sich da Okay. irgendwie eingelassen und dann wurde Vincent von Hojo getötet und wurde von Lucretia wieder belebt und ja. Dirge of Cerberus, shit auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch die letzte Szene von Dirge of Cerberus, dieses Secret Ending, wo nie aufgelöst wird, aber die Andeutung, dass er zurückkommt. War es Nero am Schluss? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Aber es war Ace am Ende. Ne, das war Genesis. Ach, das war Genesis, stimmt, das war Genesis, oh Ja, Gott. klar, Oh weil je. auch Clark Zell war, der das gespielt hat. Oh Mann, tatsächlich. Ja, ich glaube, der Gackt ist auch der Grund, warum das nie ein Remaster kriegen wird, glaube ich. Ja, so krass, ne? So, weißt du, mein Smartphone jetzt, sobald das nur im Regen ist, kann ich das schon nicht mehr benutzen. Und das fällt einfach 20 Meter ins Wasser. Läuft perfekt. Tja. Naja, jetzt geht's ja aus. Oder? War das nicht so? Willst du eigentlich mal detailliert, was für eine Zeit das spielt, Final Fantasy? Also sie haben so eine, also Final Fantasy 7, die haben noch so eine eigene Zeitrechnung, oder? Da die sagen nicht, das Ja, ist jetzt genau. 2044 oder sowas. Ich glaube Nee, nee, 700 die oder haben dann. 900 oder sowas. Ja. Ja, das ist sogar. Weißt du, Dirge of Cerberus hat echt so seine Macken, aber es gibt schon so ein paar coole Stellen, weißt du, wenn du bist dann auch in Edge unterwegs und dann unter anderem auch in der Mitte und dann siehst du dieses Denkmal oder später in der Shinra-Villa oder im Shinra-Gebäude und siehst so diese markanten Ortschaften so, die markanten Stellen. Und dann, das war ja zu der Zeitpunkt, was ein Remake so am nächsten kam, ne, wenn du das in PlayStation 2-Grafik gesehen hast. Ja, ich finde das auch so mit, das war so mit der größte Reiz, wieso ich es überhaupt spielen wollte damals, einfach die Locations so in geiler Grafik zu sehen. Na. Und auch das da jetzt, also wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt so ein Game rauskommen wird, was Midgar in dem Advent Children Midgar spielen wird, das wäre auch irgendwie geil. Würde ich gleich nehmen. Der Geoff Cerberus hat ja, glaube ich, ein Jahr nach Final Fantasy 7 gespielt, ne? Nee, das spielt ein Jahr nach Advent Children, oder? 3 Jahre nach sieben, ne? Nach Ja. Children, okay. Ja. Genau. Dieser Kampf jetzt ist so richtige, das ist so richtig der Fanservice-Moment, wo es glaube ich nicht wussten, wie sie die ganzen Charaktere einbauen sollen. Einfach jeder mal kurz so einen kleinen Move. Was man dieser Stadt auch echt lassen muss, so vom Design und auch vom Denkmal. Also, es ist ja nichts irgendwie. Das ist, weißt du, dieses Denkmal allein schon, das ist ja auch einfach nur Shit zusammengebaut, welches sie eben so gefunden haben. Irgendwelche Metallstöcke und so, ne? Und auch irgendwelche nur Metallplatten, so wild einfach zusammengenäht wurden und. Das ist ja niemand. Das ist ja nichts, wo sich irgendwie so ein Designer rangesetzt hat und okay, das muss jetzt die Ja. Form haben und so. Ich finde es eigentlich geil, dass das alles so rudimentär zusammengebaut wurde, was es ja auch ist, ne? Weil Midgar wurde zerstört und irgendwie, ja, lass es jetzt schnell eben auf schnell eine Stadt zusammenbauen. Ja, es hat irgendwas, diese Schrott, dieser Schrottlook ein bisschen.
Ist es bei Marlenes Haar eigentlich die OG-Schleife von Aerith oder nur die so ähnlich aussehen soll? Gute Frage. Ich würde einfach jetzt sagen, es ist die OG-Schleife, weil die machen ja gerne so Easter Eggs rein. Ja, eigentlich schon, ne? Einfach Aerith nochmal gelootet. Wieder tot. Ja. Da haben sich ja damals auch voll viele Fans aufgeregt über Clouds Frisur. Dass die so. Keine Ahnung, dass die nicht so wie im Original aussieht. Wo ich mir dachte, ja, wie soll sie denn aussehen? Ja, 2 Jahre. Kannst du mal eine andere Frisur haben, ne? Ja. Beim Remake gibt es auch diese Plakate mit diesem Gel-Werbung, ja. Tja. Mit den Haaren und was weiß ich was. Als Gag. In Crisis Core gibt es auch dieses Easter Egg mit Sephiroth, was für ein Shampoo er benutzt. Das ist auch Ja, ganz geil. dieses Fanclub-Sidequest, ne? Ja. Habt ihr das Ding eigentlich gelesen, dass ja dass der Final Boss im Remake angelehnt sein soll an die drei? Ja. Also an Kadash und so? Das ist sogar ziemlich confirmed. Ich glaube, es steht so im Ultimania Ja, es drin. steht im Steht Lösungsbuch, im ne? Und ich hab. Ultimania drin, ja. Genau, und ich hab mir das. Daraufhin habe ich mir den Kampf nochmal gegeben und habe geguckt, aber eigentlich, okay, hätten die es nicht gesagt, ich wäre darauf nie gekommen, weil im Grunde das hätten auch dann auch irgendwelche Versionen von Cloud, Barrett und Tifa sein können. Ja, ich Das auch haben viele nicht. vermutet, ja. Aber halt, es war ja dann diese Waffen, gell, dass der eine Faustkampf benutzt, der andere. Genau. Ja. Und die Elemente, glaube ich, auch irgendwie. Kann gut rangehen, ja. Also auch schon krass, weil die verbinden sich ja dann auch zu so einem Bahamut, was ja auch quasi dasselbe ist, was hier passiert. Stimmt, ja, das ist natürlich wieder nice, ne? Und halt insgesamt der Kampf gegen Sephiroth am Schluss ist ja quasi 1 zu 1. Yes, ja. Ja, natürlich. Ich glaube, das wollten die dann. Also natürlich wollten sie das, sonst hätten sie es nicht reingemacht. Aber ich glaube, da dachten sie sich auch endlich: Fuck yeah, Mann, wir können das endlich so darstellen, wie es wir eigentlich haben wollten, weil so, ne? Wenn du jetzt denkst, okay, Advent Children ist so das Level, wie Miguel ja schon sagte, das ist dieses Level, wo sie hinkommen wollten oder welches dann als Vorlage für alles war. Dann dachten sie sich: Okay, wie endlich können wir es so machen? Ja. Lass es uns machen. Das war ja auch dieser Vorsatz für die Cydia an sich, dass sie einfach sagen sollen, okay, wir wollen Kämpfe machen, die so aussehen wie in Advent Children. Irgendwie war Advent Children für viele so ein bisschen die Vorlage. Das haben sie auch bei Final Fantasy XV gesagt, dass sie ein spielbares Game haben wollen, was auf der grafischen Qualität von Advent Children. Wobei es ja viele gibt, die das Kampfsystem von 15 nicht mögen, ne? Ich hätte damit kein Problem. Also, ich hätte es lieber gemacht, dass es komplett direkt wäre, aber so Warpen und sowas hat schon Fun gemacht. Da war ja, viele sagen ja, es wäre nur Button-Mashing, aber wenn du halt wirklich diese Royal Pack dann installierst und was da manche Bosse gibt, und dann ist es gar nicht mehr so einfach. Natürlich war es jetzt einfacher als andere Final Fantasy, jetzt sage ich mal vom Schwierigkeitsgrad. Ich finde, das Problem war eher, dass man sich unendlich heilen konnte. Also man konnte sich ja quasi 100 Potions reinballern ins Inventar und dann einfach Pause drücken und Ja. sich heilen. So ein Cooldown oder so, das hätte er vielleicht. Das hat aber dann halt dazu geführt, dass viele Leute bei Final Fantasy Remake gemeint haben, das wäre auch nur so ein Button-Masher, sage ich mal, wobei das ja wirklich gar nicht so ist. Wenn du da Nee, wirklich, das stimmt. da brauchst du wirklich Taktik und Strategie teilweise, auch mit dem Staggern und. Ja, das Witzige war sogar, dass sich ja dann teilweise auch Leute beschwert haben, eben gerade weil deine Partymitglieder nichts machen. Ja, aber das, ja genau,
Da habe ich nicht Obwohl das ja verstanden. eigentlich der Sinn dahinter Genau. ist, so, ne? Signal ist, dass du dich drum kümmerst, was sie dann auch machen müssen. Ja. So im Original halt. Diese Affen hier, ne? Ich dachte mal, weißt du, der hat ja am Kopf so ein bisschen Geostigma. Ich dachte, das wäre so eine Art Koteletten. Was? Wer? Ja, dieser Junge, den Reno Ach gerade im so, Arm der. hatte. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, müsste gleich auch die Szene kommen, die sie dann auch im Remake wiederverwendet haben mit Root und seiner Sonnenbrille, die dann kaputt geht und er dann irgendwie so ein unendliches Kontingent an neuen Sonnenbrillen hat. Das ist immer, wenn Echt? eine kaputt geht, er sich eine neue aufsetzt. Stimmt, das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr. Ich bin mir da jetzt auch nicht so sicher. Ja, aber ich glaube, da kämpft er ja noch mal. Ja, so ein Die bisschen. kämpfen ja, glaube ich, gegen den Bahamut und dann kämpft er, glaube ich, noch mal gegen den Yasu oder keine Ahnung, die Heulsuse da halt, glaube ich. Ja, jetzt kämpfen sie ja gerade. Ich mag deren Redesigns auch total im Remake. Also dieses etwas schlankere Design. Ja, ich auch. Diese Bahamut-Version fand ich immer schwierig, muss ich sagen. Wollte ich gerade auch sagen. Also, Ja, ich fand das Design auch nicht gerade. ich mag lieber diese mehr Drachen-like Bahamuts, so wie in FF9. Das sind so die besten, finde ich. Das hier sieht eher aus wie so ein, weiß nicht, halt so gar nicht mehr wie so ein Drache eigentlich. Nee, null. Und vor allem, ich hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass er sich so farblich bisschen absetzt von allem. Das hat ja auch wieder so ein ähnlich graues Design und relativ farblos wie der ganze Film eigentlich. So wie der zum Beispiel Red 13. Finde ich eigentlich ganz geil, dass er so farblich herausstecht. Und da ist Barretts schlimmstes Design. Transformer-Arme. Oh Gott, auch dieses Netz da um seinen Bauch. Yeah. Ja, why? Wobei sie sich da eigentlich so richtig Aufwand betrieben haben, so extra einen Tattoo-Artist beauftragt, der Ja. dann, ne? Ich finde irgendwie auch das ganze Gesicht passt ihm nicht zu Barrett richtig. Nee, überhaupt nicht. Auch die Frisur. Wieso hat er jetzt solche Dreads? Also, Ja, Styler ist er geworden.
Yuffie hat ein ganz gutes Design. Ja, mega. Die haben sie auch im Remake richtig geil gemacht. Ja. Passt echt alles. Ja, sit. Und die Eleni hat eh eine klasse Job gemacht mit der Synchro, finde ich. Ja, hat sie auf jeden Fall. Ich bin aber mal gespannt, wie sie das machen wegen diesem Teamkampf, wo du ja bei dem Yuffie DLC, wenn du ja mit dem Tippi, ich habe jetzt den Namen gerade vergessen, wo du dich ja so Sonon. verbinden konntest. Ja, genau, Ich mit glaube, das machen Sonon. sie mit dem Opening dann vom zweiten Teil, dass Sephiroth quasi so der Sonon ist. Ich glaube Dass nicht, du so dass man Sephiroth Team-Moves spielen mit ihm wird. machst. Wie auch alle einfach so Kingdom Hearts-mäßig in der Luft schweben können. Ja, Mann. Und du hast direkt danach ja gleich sogar bei Cloud sogar so einen Moment, wo er, ne, meine Freunde sind meine Kraft und ihm quasi dann die Energie rüberschieben. Ja, stimmt, wo er so Und sie ihn so aufsteigt, in die oder? Luft ziehen, ja. Also jetzt gibt es ja 1 zu 1 die Szenen da im Remake am Ende. Ja, stimmt. Mal auch so hochgeworfen wird, ja. Aber da haben sie sich wenigstens was gedacht. Nicht, dass er einfach 100 Meter in die Luft springt, sondern dass die ihn halt Stück für Stück immer weiter hochwerfen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Ja. Was sind das eigentlich für Viecher? Die gab es aber nicht im Original, oder? Ich glaube nicht. Das war ein starker Wasserstrahl. Aber die Narbe im Gesicht hat er auch im Remake, gell? Barrett? Hm. Ja. Spricht Nanaki eigentlich in dem Film? Ja, ganz am Schluss hat, glaube ich, einen Satz hat er. Ah, okay. Wollte gerade sagen. Einen ganzen Satz mehr als in Dirge of Cerberus. Immerhin besser als bei, keine Ahnung, sowas bei Kingdom Hearts 3, wo dann manche Charaktere gar keine Stimme haben. So wie Ja. Phil von Herkules oder so. Was denn entweder zu teuer war oder keinen Bock hatten, ich weiß gar nicht. Ja, dachten sie, ach komm. Ja. Der Charakter brauche ich kein Screen Time.
War für euch Reef eigentlich, hattet ihr da das Gefühl, dass er ein vollwertiges Teammitglied ist? Ich meine, eigentlich müsste er es ja sein, weil er steuert der Kate Sith, ne? Irgendwie, aber da fühlt er sich immer wie ein Fremdkörper an. Ja, finde ich auch. Also, Ich habe das halt damals gar nicht geblickt mit dem Kate. Ich wusste nämlich jetzt nicht, steuert er jetzt den Kate, also die Katze, oder steuert er diesen Plüschmock da irgendwie? Das habe ich irgendwie nie gerafft das hatte ich gehabt. früher auch nicht gerafft. Ich dachte auch früher, Kate Sith wäre quasi das untere Ding, also nicht die Katze. Aber das so ein Teil, so ein zusammengewachsenes Teil wäre. Das sind ja zwei Viecher eigentlich. Ja, ich finde, das war ein bisschen anderer Charakter immer, finde ich, als Kate Sith. Da war er eher so spaßig, quatschig ein bisschen, und dann der echte Reef war ja eher so ein, War ein Dude halt, ne? ja, so ein ernster, seriöser Typ da. Vielleicht ist das Reef auch so ein Typ, weißt du, der ist eigentlich so ein Party-Tier, aber kann halt nicht seine spaßige Seite rauslassen, und dafür hat er dann Kate Sith, dem er dann durch die Rolle Ich bin setzt. echt gespannt im Remake, wie die das machen. Wenn er überhaupt kommt. Ich weiß es ja nicht, was die alles ändern. Oh nein. Oh je, yeah. The Dun re dun reveal. dun. Das war eins von den Designs, die ich im Remake nicht so mochte. Rufus. Rufus? Ja, dieser Tennis, diese, wer ist Federball, dieser Federballrock, den er anhatte. Ach so, im, ja. War mir ein bisschen zu stylisch, der Typ im Remake. Oh, deutsche Synchro war auch ganz schlimm bei dir. Ja, stimmt, das war auch mit so einer der, die ich Wer? gar nicht abkonnte. Zack. Ja, die Boost-Szene, genau. Ich meine, ich weiß nicht, mit der Musik und so ist schon irgendwie geil, aber auch wenn die jetzt gleich so im Splitscreen, glaube ich, alle kommen und so, das ist halt übelste Anime-Trope, ne? Aber wenn du da so in dem Film drinne bist, dann hast du irgendwie auch schon irgendwie geil. Ja, schon. Du musst natürlich Bock auf sowas haben, ne? Ist auch ein neues Musikstück, oder? Das ist nichts Bekanntes. Nee, ich glaube auch nicht. Es war auch so ein Ding in dem Film, dass man Aerith's Gesicht nie so richtig gesehen hat. Man hat immer so ein bisschen abgeschnitten gesehen, oder? Ja, das hat mich zerstört, dass sie zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie es hier bei der Complete Edition ist, aber im Originalfilm haben sie halt ihren Namen im ganzen Film nicht gesagt. Und ich Stimmt, hatte ja. damals, als ich Kingdom Hearts 1 gespielt habe, übelste Probleme, ihren Namen auszusprechen. Weißt du, das war immer, ich habe Aerith Aerith. halt nicht gehört. Für mich war, ich habe immer Aerith gesagt. So, und Aerith. es hat ewig gedauert, bis die mal irgendwie eine Synchro sagen, Ja, aber und ihren Namen sagen, ne, weißt du? das ist generell so bei Final Fantasy-Spielen früher gewesen. Auch bei, keine Ahnung, beim Achter, Kaifa oder Cypher, Kiefer, Motte. Ich hatte auch einen Kumpel in der Schule, der hat immer Tidus gesagt. Ja, haben wir auch zeitlang immer gesagt, ich mein Bruder, Tidus. Hört sich auch Ja, besser an wurde auch als Tidus, erst. finde ich. Ja, vor allem wenn du das so Englisch aussprechen willst, ne? So mit dem I und so, dass das so ein Teil ist. Ja, oder ich habe auch zu also Cloud früher Cloud gesagt. Ich hab's immer noch, dass ich zum Beispiel irgendwie aus Final Fantasy 4 auch immer indirekt immer Cecile sage. Oder Ja, Cecil oder wie auch Sessel. immer. Ich glaube aber bei dem Spiel Final Fantasy 7 heißt die jetzt bei uns eigentlich Aerith, also mit TH oder mit S, weil im Original war es ja mit S damals geschrieben noch. Ich glaube, im Deutschen sagen sie Aerith mit S, aber eigentlich ist es ja TH, also.
Ja. Oder Sephiroth ist ja auch mal so eine Sache, wie man den ausspricht. Manche sagen Sephiroth, manche sagen Sephiroth. So wie, das fand ich ganz schlimm im Remake. Die haben ja Sephiroth gesagt. Aber Sephiroth, sagen Engländer. Ich weiß gar nicht, wie es im Japanischen ist, wie es genau ausgesprochen wird. Sephiroth. Ja, sagen auch eigentlich Sephiroth. Ja. Also mit S am Ende. Ja, ich weiß aber auch nicht, ich spreche das auch immer mit H, also Sephiroth. Ich weiß nicht. Ja, ich orientiere mich da immer am Lied. Ja, stimmt. Also wenn er sein eigenes Theme hat, wo sein Name 20 Mal gesagt wird, dann Yes. Sephiroth. Ist ja auch so ein bisschen so eine Anspielung aufs Spiel mit den Motorradsequenzen. Ja, safe, ne? Ja. Ich meine, im Remake war es Weil es cool so, aber sie müssen es jetzt auch nicht noch weiter ausbauen. Ich glaube, die bringen noch mal eine, weil dieser. Wer ist da noch mal dieser blonde Typ? Roche Ja, oder so? genau. Roche. Roger? Roche sagen sie, glaube Ich ich, war auf echt mit Deutsch der zu ihm, ja. Pierre-Monkisch. Ja. Wird schon angedeutet, dass auf jeden Fall denen folgt irgendwie. Ja, vor allem, da taucht er ja noch im DLC nochmal auf, ne? Also, da werden sie auf jeden Ja, Fall. der ist ja der Meister des Minigames. Ford Condor. Wobei ich mich halt frage, haben die das eingebaut, weil das später auch nicht mehr vorkommt? Oder einfach wirklich nur so als Minigame? Also, wobei es eigentlich ganz cool war. Ist gute Frage. Also sie hätten sie ja so oder so gebraucht für Ford Condor dann wahrscheinlich, so eine Art Taktik-Ding. Aber keine Ahnung. Also ich. Das ist jetzt so gut angekommen, dass ich mir gut vorstellen kann, dass sie es irgendwie weiterführen. Also wäre schade, wenn sie es nur in einem DLC jetzt belassen. Ja, definitiv. Und ich habe es noch nicht mal gespielt, aber Nee, viel ist gehört ganz dabei. witzig eigentlich gemacht. Ich habe mich da noch gar nicht so richtig krass vertieft. Ich habe es nur mal, ich hab irgendwie 5 Runden oder so gespielt, aber muss ich noch Ich habe da auch machen. nur Gutes von gehört und ich bin ja auch jemand, der das Ford Condor Minispiel im Original gehasst hat. Ich auch. Insgesamt gab es da ziemlich viele schlechte Minispiele, finde ich. Im Also die schlecht Original, gealtert ja. sind. Ja, auch dieses Hochklettern an den Schrottteilen. Ja. Das hat mich so aufgeregt, weil ich nie wusste, was kann man jetzt. Das mit dem Timing da, wo es immer so gequietscht hat, wo man dann im richtigen Moment drücken musste. Ja, genau. Ja, das ganze Segment ist auch neu. Stimmt, wollte gerade sagen, das kenne ich gar nicht. Also diese Auch nicht so Nibiru richtig. Sidequest. Eigentlich ist das nur komplett, also im Original, auf Cloud bezogen. Dadurch. Sieht auch besser aus Naja, als. das kommt noch dazu. Es muss auch voller Akt gewesen sein, die so nach 4 Jahren neue Szenen reinzuschneiden. Und dann nochmal neu zu vertonen in allen Sprachen. Mit denselben Sprechern. Ja, weil normalerweise sind ja immer nur, also jetzt, ich habe jetzt auf die bei der deutschen Version so, wenn so Director's Cuts sind oder so, manche neuen Szenen ist manchmal eigentlich auch nur Untertitel. Ja.
Jawohl. Das ist halt ein Paradebeispiel für Style over Substance. Die sind jetzt irgendwie 30 Sekunden schon in der Luft. Aber ja. Ich finde es einfach nicht so wild. Ja, man kann es, ich sag mal, man achtet ja eigentlich nicht dauerhaft, ja, wie lang, ich zähle ja nicht jetzt, wie genau, wie lang die in der Luft sind. Visuell ist es halt immer sehr schön zu sehen, aber manches ist halt echt übertrieben halt. Aber bei dem Film geht's eigentlich noch, finde ich. Also wenn du jetzt mal vergleichst, so jetzt wenn ich mal so extreme Szenen, ich weiß ja nicht, ob Chris, hast du mal das Metal Gear Solid Remake da gespielt auf dem GameCube? Nee, habe ich leider Nee. nicht gespielt, aber ich Ja, kenn's. da hat ja der Ryohei Kitamura die Action-Szenen gemacht und das ist ja wirklich total übertrieben gemacht. Ja, stimmt. Das habe ich gehört, dass es viel Ja, actionreicher und sein es soll. war Ja. schon wirklich lächerlich an. Es sieht nicht mehr gut aus, oder ist, wo man denkt, oh geil, sondern es ist wirklich schon teilweise lächerlich, so übertrieben ist es schon gemacht. Na, okay. Deswegen Ja, das ist dann bei schade. dem hier geht's noch. Ja, Final Fantasy ist halt auch einfach Anime. Ja, ist Also, einfach. Ja, genau. Da ist nicht so. zwar nicht in jedem Teil so krass, aber halt gerade 7er, ja, 13 ist Ja. auch extrem. So wäre 16, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das ein bisschen gesättigter ist, so, ne? Ja, wobei das Kampfsystem ist auch schon ziemlich, ziemlich flott. Mit Warps und keine Ahnung. Aber ja, allein das Setting, das ist halt eher im Mittelalter ist. Das groundet ja ein bisschen mehr. Wie oft die einfach in die Kirche kommen in dem Film. Ja. Einfach über die Blumen gefahren. Ich wollte eigentlich sagen, ein schönes Detail, dass Cloud extra nicht über die Blumen fährt, aber dem ist das auch scheißegal. Ja. Aber die Blumen halten ganz schön viel aus. Ach genau, das ist das Ding, das Eris Limit Break. Dieser heilende Regen oder was es war. Ist es der letzte von ihr? Ich Ich glaube glaube schon, ja. schon. Oder war es der erste? Ich weiß gar nicht mehr. Erste oder letzte? Der hält die ganze Party halt.
schönes Genova-Theme. Das haben sie auch gut rübergebracht in dieser Rock-Version. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich mag am meisten echt wirklich die aus dem Remake. Also, das ist insane. Das ist mega gut, ja. Also vor allem, du hast ja erst diesen halben Kampf gemacht schon und dann fängt das an mit diesem Pianostück, ne? Wenn diese nächste Phase kommt. Na, jetzt weiß ich, was du meinst mit diesem Netztuch. Schwierig. Ja, gell. Ich finde, der Weg doch, also Barrett wiegt doch ein bisschen ja, zu ist schmal, irgendwie finde ich. kleiner geworden, ne? Ja, so klein, so eingeschrumpft. Ja, mit dem Alter schrumpft man. Das mit Kate Sith verstehe ich irgendwie nicht. Also muss er sich ja vorstellen, dass der Typ, also das Reef von außen der Katze Befehle gibt, dass die Katze jetzt ausrastet. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch so wie so eine Art VR-Ding oder so. Weißt du, dass er da in seinem Bürostuhl hockt mit dem Ding auf und quasi aus den Augen von Kate Sith sieht. Ich meine, der hat ja auch so die Stimme halt. Das ist ja nicht seine Stimme, so wie er gerade. Das wäre witzig, wenn er die verstellen würde. Wenn er die Stimme hätte. So ein VTuber. Ja, Vorreiter. Ja, so eine grüne Suppe ist das irgendwie. Es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich auf den Trichter gekommen bin, was er mal meinte mit Bruder und Bruder, ne, was er zu Cloud sagt, aber es ist ja auf die Zellen bezogen. Ja. Ah, die Stimme ist so gut. Simon Jäger, ne? Ja. Joker. Das wusste ich auch erst nicht, dass dieses Intro von One Winged Angel ist dün, 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 inspiriert wurde von Purple Haze von Jimi Hendrix. Ach, ja, da gibt es auch ja? irgendwie, wenn du das mal gibst, am Anfang mit der Gitarre auch von dün, 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 dün. Was ich halt nicht verstehe, ist, die ganze Zeit wird ja gesprochen von einer Art Wiedergeburt von Sephiroth, aber ich habe halt eben die ganze Zeit beim Film gedacht, dass die ihn halt neu erschaffen wollen, aber dass er jetzt irgendwie der Kadash jetzt im Prinzip durch die Jenova-Zellen jetzt Sephiroth ist, das fand ich irgendwie auch ein bisschen weird. Ja, so ganz verstanden habe ich es auch nicht, aber. Da einfach so 1:1 die Szene vom Remake. Ja. Aber ist ja auch angeblich der Sephiroth aus Advent Children. Bin ich mal gespannt, ob sie das noch auflösen oder sagen so, okay, das
lassen wir so im Raum der Theorien. Ich glaube schon, dass sie Was es hast du direkt sagen? so krass wie diesem Ultimania anteasen und sowas. Ist halt für den Normalo dann eher unverständlich, aber. Hoffe, dass es nicht zu abgefuckt wird irgendwie, weil schon allein mit Zeitreisen und so Sachen, da habe ich irgendwie gerade voll genug von Square irgendwie. Ja. So in letzter Zeit echt so dein Lieblingstrope. Multiversen und Zeitreisen. Ja. Ja, da kann man sich halt richtig leicht Ja. verheben bei sowas. Das war so die Szene, auf die ich eigentlich die ganze Zeit gewartet habe damals beim Film. Wann kommt der Kampf? Wann kommt der Kampf? Ja, auch gleich so eine geile Fight-Szene, wo Cloud so mit zwei Schwertern rumpimmelt. Ich habe die geliebt. Ich fand das halt damals mega genial bei dem Spiel, wo halt die Nibelheim-Szene kommt und dann eben der Truck wird ja angegriffen, wo die drin hocken und dann kommt ja dieser fette Drache und dann hast du ja den Cloud mit Level 1 oder so und der Sephiroth, der macht dann halt einen Schlag und ein oder zwei Schläge und das Vieh ist halt gleich kaputt und ich dachte nur, oh geil. Und dass er dann später halt zum Antagonisten wird, ist. Beziehungsweise man weiß ja, dass er der Ja, das ist ein Antagonist richtiger. ist, aber wie das sich halt entwickelt, das fand ich halt echt gut gemacht. Das ist ja nämlich auch die Sache mit dem Remake. Der wird ja gleich am Anfang schon gezeigt und beim Hauptspiel denkst du ja am Anfang nur erst, es geht halt um diesen Shinra und so weiter und dann kommt jetzt später die immer mehr raus, dass, und dann wird ja erst revealed, dass eigentlich was viel Größeres dahinter steckt, hinter der Story. Ja, die ganze Geschichte von Cloud einfach, die so Stück für Stück so entschlüsselt wird. Und du kriegst ja auch so Hinweise durch das ganze Abenteuer, so mit so Aufzeichnungen und sowas. Ja, aber ich finde halt, das ist halt das Geile, weil es gibt ja, wenn du zum Beispiel ein Spiel heute kaufst und du weißt, okay, dann wird ja gleich am Anfang, zum Beispiel jetzt mal als Beispiel die Far Cry-Spiele, da siehst du ja gleich den Endboss oder den Antagonisten. Und wenn das halt in einem RPG erst später rauskommt, was da überhaupt dahinter steht oder was halt der wirkliche Endboss ist, das finde ich halt viel besser, als wenn du gleich am Anfang weißt, okay, das ist ein Böser und das ist bestimmt der Boss. Ja, auf jeden Fall. Omni-Slash. Das ist auch so dieser Money Shot, wenn du irgendwie in Foren unterwegs bist oder so, da hat jeder Zweite das so als Banner oder so. Dieses Ding, wo du ihn so aufspießt Ja. und das. Ist ja auch zum Meme geworden mit Mario Ja, jetzt mit bei Smash Mario, genau, Bros. bei Super Smash. Krass, ich hab's gar nicht mehr so blutig in Ja, Erinnerung. haben sie im Complete Edition dazugefügt. Das Original war nicht so krass. Ja. Das mit den Flügeln habe ich aber auch nie wirklich geblickt. Ja, den Flügel hat er erst jetzt ganz am Ende bekommen, oder? Von Final Fantasy VII. Ich meine halt allgemein auch bei Crisis Core, da ist ja auch der Angel und so und die haben ja dann auch den Flügel, den weißen Flügel und der. Das weiß nicht, ob das nur so ein Artstilmittel war oder.
Guck mal, den Sechser, ein Schwert. Ist das aufgefallen? Da hat er das Design von Crisis Core. Das ist ja auch so eine Sache mit dem Schwert, wo die gemeint haben, ja, bei Crisis Core hat es ja unten diese Schraffie, also nicht diese Muster drauf, und bei dem Remake halt nicht mehr. Aber das ist ja weil so Nebensache. Ist um die Slash. Jawohl. Jetzt fliegt er aber wirklich rum. Ja. Styler. So ikonischer Satz. Das ist ja aber auch was typisch Japanisches, was auch in vielen Samurai-Filmen gibt, dass der Böse dann nochmal zum letzten Schlag ausholt und dann kippt er dann nach vorne. Das gibt es in so vielen Samurai-Filmen. So dieser Track, der ganz am Anfang kam, der kam ja auch im Remake. Das ist ja ein Originaltrack aus Advent Children. Der jetzt, oder was? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Song of the Ancients oder sowas. Hat mich mal krass an das einen Track aus Final Fantasy X erinnert. Ach, dieses Yevon-Lied, ne? Ja. Deswegen, es war halt auch schon so ein Teaser im Remake, dass so Elemente aus Advent Children eingebaut werden. Das war ja, als der Reaktor gerade explodiert ist, wenn man durch die Straßen läuft. Holy Rain. Also müsste jetzt ja theoretisch so sein, dass Sivort gerade die Klatsche bekommen hat, sich denkt, oh fuck it, okay, ich verpiss mich aus dieser Zeitlinie, und im Remake auftaucht. Wenn man den Theorien Glauben schenken darf. Ja, irgendwie so. Hat er eben auch gemeint, dass Erinnerungen ihm nicht gerecht werden. Also es. Ach krass, das war jetzt eine neue Ne, Szene, die gab's oder? auch in Mit dem den. Schuss. Echt? Habe ich mich jetzt aber auch nicht dran erinnert. Ach nee, stimmt, ja. Jetzt stimmt.
Ja, stimmt, jetzt kommt die Szene mit Aerith, okay. Dass die Kinder aus dem Waisenhaus sind, im Sektor 5 oder einfach nur so random Kinder, die er aufgegabelt hat. Gute Frage. Wahrscheinlich beides, oder? Das ist ja auch so eine Sache, wo ich auch irgendwie gelesen habe, dass viele ja meinen, dass die Szene ist es Biggs oder Wedge, ich weiß gar nicht, ausschlaggebend wäre, dass er ja das hier macht überhaupt in Advent Children mit dem Waisenhaus. Biggs, ja. Wo er ja sagt, er soll sich um die Kinder kümmern. Habe ich zumindest auch so verstanden. Und auch so eines der mit besten Lieder im Soundtrack, finde ich. Cloud Smiles. Gab es auch einige, so, die sich beschwert haben, gesagt haben, so, dass die NPCs, zum Beispiel im Sektor 7 Slum oder so, sich so krass absetzen, oder dass die Hauptcharaktere sich so krass absetzen von den anderen NPCs, aber also, im Grunde, es war ja immer schon so. Wenn man jetzt mal im Hintergrund Ja, guckt, es es sind auch nur ist so random eigentlich immer so. Leute. Also gerade bei so, ja, aber gerade bei JRPGs sind die Ja, Hauptcharaktere halt klar. immer. Meinst du jetzt vom Design her, oder? Ja, genau. Von Qualität Ja, auch, oder? sag nur Final Fantasy X. Ja, oh Gott. Oder der Hund von Final Fantasy XIII. Der beste Hund. Das ist übrigens ein schöner Kontrast zur letzten Szene aus dem Remake-DLC. So ein kompletter Kontrast einfach. Weil hier ist alles Happy End und ja, da weinen alle am Ende.
Okay, aber hat Nanaki jetzt was gesagt oder nicht? Ja, er hat nochmal gesagt, ja, manche Leute haben immer noch Geostigma. Und dann, das war's. Ah, stimmt, habe ich gar nicht. Ich weiß nicht, bei Aerith habe ich immer so gemischte Gefühle. Auf einer Seite mag ich sie, aber manchmal ihre Art ist manchmal echt ein bisschen nervtötend. Valider Punkt, valider Punkt. Im Remake fand ich sie aber fantastisch. So dieses, weißt du, dieses Kecke und alles. Ja, im Remake weiß sie ja irgendwie auch mehr. Das ist auch ganz interessant, dass sie immer so schon so eine Ahnung hat, was passiert. Das war's. Jawohl. Joa. Gute 2 Stunden haben wir hier fertig bekommen. Stimmt, warte mal, ich kann mal. Ja, ziemlich genau 2 Stunden, 10 Minuten. Jo, cool. Und Boys, was sagt ihr? So nach einer langen Zeit? Ich meine, Miguel, du hast ihn ja jetzt sogar zum ersten Mal gesehen, so in seiner Complete-Form. Was sagt Ja, ihr zum also Film? es ist jetzt kein Film, den ich mir dauernd reinhauen würde, aber ich denke so alle paar Jährchen kann man sich den ruhig mal geben. Also ey, ich finde den super gemacht auf jeden Fall. Der Soundtrack ist natürlich abnormal gut und es ist halt eine schöne Ergänzung, sage ich jetzt mal, zum wenn man halt das Spiel gespielt hat. Hm. Ja, ist halt einfach so zum Abtauchen nochmal in die Welt von. Wie heißt die Welt nochmal? Ja, Gaia? geil. Ja. Weil es hauptsächlich in Midgar jetzt spielt, aber ja, es ist trotzdem halt einfach cool, dass sie so einen Film gemacht haben. Und damals war der ja auch, also ich fand damals war der ja richtig top-notch, so von der Grafik her. Und zwar jetzt war ein bisschen eingestaubt jetzt, aber ich finde, man kann den immer noch gut gucken eigentlich. Ja, er ist gut gealtert, sagen wir es mal so. Also, ich habe schon Schlimmeres gesehen jetzt, wenn man sich jetzt. Es ist halt. Ja, es ist halt kein Film, den man jetzt einfach Leuten zeigen kann, die eigentlich nichts mit Final Fantasy zu tun hat, finde ich. Also, das sind dann schon so viele Referenzen und alles. Es ist eigentlich ein bisschen ein Wunder, dass ich damals dran geblieben bin, dass ich ihn geguckt habe ohne Vorwissen. Also, mein Bruder, der kennt, weiß zwar, dass es Final Fantasy gibt, der ist auch einiges älter und. Er hat den Film geguckt, er hat auch Kingsglaive geguckt, ohne Hintergründe zu den Spielen. Und er findet es halt sehr gut gemacht. Er kann halt mit vielen Sachen halt nichts anfangen, weil es Ja, halt, auf einer genau, das Seite meine gibt es ich. halt immer Bezüge halt auf das Spiel. Deswegen ist es eher schwer, sag ich mal. Also, wenn man das Spiel gespielt hat oder eine Zusammenfassung kennt, dann gibt der Film einem halt viel, viel mehr, als wenn du jetzt einfach den so random, sag ich mal, okay, ich guck den jetzt an. Ja, das ist halt das. Ja, auf jeden Fall. Ja, du merkst einfach auch diese Billo-Zusammenfassung, die es am Anfang des Films gab vom Hauptspiel, die reicht halt null, nur um diese Nee, ganze Tragweite der genau. Story eigentlich gerecht zu werden. Naja, vor allem so viele Fremdwörter wieder kommen, Marco Ja. und Materia und was weiß ich, was sie alles sagt, der Lebensstrom. Also wenn du da keinen Plan hast, was es ist, dann bist du halt lost. Ja, und auch wie die Charaktere zueinander stehen, das siehst du halt nicht wirklich. Zum Beispiel das mit dem Reno und Root und alle. Im Spiel siehst du ja, wie die sind, mehr Charaktereigenschaften, auch jetzt untereinander, weil einer denkt dann, ja, okay, am Ende kommen da voll viele Typen dazu, aber wer sind die eigentlich, ne? Und wenn du halt das Spiel kennst, dann weißt du, okay, das war halt die Party vom Cloud und was die halt alles durchgemacht haben. Deswegen würde ich auch Ja, jeden. das wäre so mit so, Ja? ja, das wäre so mit so mein größter Kritikpunkt auch am Film, dass man halt so die Dynamik zwischen den Charakteren nicht mitbekommt, so wie im Film, wie im Spiel. Und hauptsächlich halt alles auf Action gesetzt ist. Ich finde gerade jetzt, man hat es auch am Final Fantasy Remake-DLC gesehen, die letzte Szene, die Endszene, die quasi in den zweiten Teil einleitet. Die laufen einfach nur so die Straße lang und reden miteinander, aber das ist halt mega gut gemacht einfach.
Und es gibt hier gar nicht so ruhige Szenen, wo sie mal so ein bisschen choken und sowas. Ja. Aber ja. Nee, nur, das ist Ja, es gibt halt AB1 wenig und. Interaktion, zwischen der Party, sage ich mal, vom Spiel. Das gibt's ja Ja, recht kaum. genau. Aber du merkst einfach, das ist wirklich so ein Abgehetzte von Setpiece zu Setpiece. Okay, das müssen wir noch rein, das müssen wir noch rein, das müssen wir noch rein. Irgendwie versucht irgendwie alle Elemente, die Final Fantasy VII so ein bisschen ausmachen, mit reinzunehmen. Aber ja, wir müssen gerade irgendwelche Elemente aus einem 40-50-Stunden-Spiel in knappen 2 Stunden Film reinquetschen. Und wie. Ich finde auch die ruhigen Szenen hier im Film, die sind halt auch nicht so die geilsten. Also mit Rufus und Kadash, das sind eher so langweilige Gespräche. Ja. Hätte ich lieber sowas, keine Ahnung, hätte ich lieber gesehen, wie irgendwie Nanaki und Barrett sich kabbeln oder so. Ja. Solche Szenen. Also auf jeden Fall, wer den Film angucken will, sollte sich auf jeden Fall die Zusammenfassung halt, also für das, wie soll ich es meinen, für die beste Erfahrung auf jeden Fall das Spiel spielen oder halt Zusammenfassung oder was auch immer. Ja. Ja, oder halt jetzt als Vorbereitung fürs Remake, dann hast du auch so ein Genau, paar. oder als Vorbereitung, ja. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie viele Elemente die da rausnehmen aus dem Film fürs Spiel noch. Beziehungsweise wie die es miteinander verknüpfen. Szene mag ich auch total, wie sie Cloud einfach in dieser super realistischen Szene da rumfahren lassen, mit dem Motorrad. Ja. Übrigens haben sie aus Copyright-Gründen ja auch hier geändert, ne? Das Lied Calling, das ist ja aus der Originalversion. Und in Japan haben sie nochmal ein extra anderes Lied aufgenommen, welches jetzt spielen würde. Das wäre vom selben Sänger gewesen, im japanischen, und der hat dann zusammen mit Gerard Way, also der Sänger von My Chemical Romance, einen eigenen Song gemacht. Aber das haben sie nicht mit rüber lizenziert hier. Okay. Immer diese Lizenzprobleme. Das ist immer Ja, Katastrophe, Source ja, Code mit und Lizenzen. Lizenzen, das sind so die zwei Erzfeinde von Square Enix, habe ich immer das Gefühl. Ja. Also ich finde es echt ein Wunder, dass das Sora jetzt in Smash Bros. Ist. Also bei dem Oder? Lizenzdrama mit Disney, Square Enix, Musik und whatever. Gibt's ja auch diese Memes immer mit, ja, den Charakter habt ihr, aber ihr kriegt kein Lied von uns und es kommt nicht Donald und Goofy vor. Jo, alles klar. Wollen wir so langsam mit zumachen dann, oder? Ja. Können wir machen. Ich weiß gar nicht, wie lange der Abspann überhaupt Ja, noch so ein geht. bisschen. Also, da fährt er jetzt mal noch durch die Gegend und dann kommt nochmal, glaube ich, ein normaler Abspann und dann war es eigentlich auch. Also mehr, obwohl ich glaube, es gibt noch so ein bisschen After-Credit-Szene, aber ist auch nicht der Ja, es Rede gibt so wert. eine kleine Szene. Ja, ne. Ich bin nochmal gespannt, ob die nochmal versuchen, einen Film zu machen irgendwann. Zu Final Fantasy VII jetzt? Oder generell? Ja, zum Beispiel, weil so das Remake, das schlachten sie ja schon jetzt ziemlich aus mit, klar, mit dem Mobile Game, mit dem zweiten Mobile Game, mit den, keine Ahnung, wie viel Teilen fürs Remake, Merchandise, also ich kann mir gut vorstellen, dass da nochmal ein Film kommt oder irgendwas, was so ein Shortfilm, keine Ahnung. Gerade jetzt, wo Visual Works, also die CGI-Macher von Square, die ja nicht mehr so viel zu tun haben bei den ganzen großen Produktionen. Also beim 7er Remake gab es, glaube ich, 3 oder 4 CGI-Sequenzen. Ja. Beim 15er gab es nur 2 oder 3. Früher war es immer so ein Markenzeichen von Final Fantasy, dass alle paar Minuten, also nicht alle paar Minuten, alle paar Stunden so eine geile Szene kam. Das fand ich krass bei Kingdom Hearts 3, dass sie das da wieder nach oben geschraubt haben. Obwohl bei Kingdom Hearts ja sonst immer auch nur, weißt du, der Anfang und das Ende nur woanders gewesen Ja, das war dann Nomura, weil er halt seine Währung rechts drin haben wollte. wäre. Ja, aber auch so, weißt du, diese Frozen-Szene und so, die sind ja auch qualitativ anders als Ach, einfach nur stimmt, analog. ja. Das stimmt. Aber ich finde das Visual Works Studio, das ist schon genial. Also die Videosequenzen von Final Fantasy XIV, falls ihr die mal gesehen habt, von den Trailern und so, Ja, die sind richtig gut. mega gut. Also auch vom Character Das Design und
Ja, deswegen finde ich es immer schade, dass sie so wenig benutzt werden heutzutage. Und dann machen sie irgendwie 20 Sequenzen für Balan Wonderworld oder sowas. Wo ich mir denke, ja, okay. Ja, Balan Ey, Wonderworld Digga. sind voll damit. Gehälter müssen bezahlt werden, hilft nichts. Ja. Gut. Okay. Okay. Ich würde sagen, ich mache dann mal die Abmod. Oh, reicht dann, Jawohl. oder? Alles klar. Das war's. Vielen Dank an meine beiden Jungs, dass sie sich die Zeit genommen haben. Und besonders danke auch an Chris. Dein YouTube und Twitter ist hier natürlich verlinkt. Checkt's aus. Und wenn ihr von Oji auf diesen Kanal gestoßen seid, dann würden wir beide uns über ein Abo freuen. Wie findet ihr den Film? Schreibt in die Kommentare und ja, reicht jetzt auch, oder? Haben wir genug geredet. Ja. Jo, denke auch. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Gerne, immer wieder gerne. Und gerne Ja. wieder. Ja, auf jeden Fall, gern. Alles klar, macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.